Ja, meine Damen und Herren, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und es sind besondere Zeiten und deswegen springen wir noch mal raus aus dem Bundestag und sehen auf dem Weg zu Kameras und Mikrofon Andrea Nahles, die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende, mit ihren Einschätzungen, mit ihren Bewertungen zum EU-Gipfel gestern und heute. Die SPD begrüßt, dass wir eine europäische Lösung haben in Bezug auf die Migration. Wir sind sehr froh, dass es eine Lösung mit Europa und nicht gegen Europa gibt. Nationale Alleingänge lehnen wir strikt ab. Was die konkreten Ergebnisse angeht, möchte ich sagen, bin ich auch froh, denn es gibt sehr wichtige Festlegungen. Erstens, es soll eine bessere Sicherung der Außengrenzen geben, das unterstützen wir. Es soll zweitens mehr Geld auch investiert werden in die Bekämpfung der Fluchtursachen. Auch das ist unerlässlich. Und drittens geht es auch darum, dass wir mit den Hauptankunftsländern jetzt solidarischer umgehen. Es sollen kontrollierte Zentren eingerichtet werden, um dort auch eben die Länder zu entlasten. Europa übernimmt hier mehr Verantwortung. Auch das finden wir richtig. Was allerdings dann die konkrete Ausgestaltung dieser kontrollierten Zentren angeht, haben wir auch klare Vorstellungen. Denn es soll hier auch um eine Qualitätsverbesserung geben gegenüber der jetzigen Lage. Wir dringen deswegen ausdrücklich darauf, dass wir, was die humanitären Standards angeht, bei der Unterbringung und der Versorgung der Menschen, die dort ankommen, wirklich die Qualität verbessern. Es soll auch innerhalb dieser kontrollierten Zentren nach unserer Auffassung zu rechtsstaatlichen und zügigen Verfahren kommen. Und es ist auch eine Chance, um eine fairere Verteilung in der Europäischen Union insgesamt zu erreichen. Was die Frage angeht, die natürlich auch insbesondere in Deutschland von Interesse ist, hat ja der Europäische Rat gestern verabredet, dass es eine Vermeidung der Sekundärmigration geben soll. Und das, was ich hier wichtig finde, ist auch in diesem Zusammenhang wurde betont, dass es dabei um eine europäische Zusammenarbeit gehen muss. Und die Innenminister sollen das jetzt in die Hand nehmen und dort weitere Vorschläge machen und das im Detail ausgestalten. Insgesamt kann man sagen, begrüßen wir dieses Ergebnis. Die Gespräche laufen ja jetzt teilweise auch bilateral, trilateral weiter. Wir werden das also weiter verfolgen. Und ich denke insgesamt aber, dass das eine sehr gute Grundlage ist. Meine Aufforderung geht jetzt an die CDU/CSU, dass sie diesen Impuls hier auch nimmt, um sich dann intern auch zu verständigen, wieder zur Sacharbeit zurückzukommen und ihren Konflikt beizulegen. Von alles, was ist Ihr Eindruck von der CSU? Wird es der CSU reichen, um dann von diesen Abweisungen an der Grenze, die wir im Gespräch waren, abzusehen? Oder werden wir daran festhalten? Also zunächst gibt es überhaupt keine Stellungnahmen zurzeit, deswegen habe ich auch keinen Eindruck. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass der österreichische Bundeskanzler sehr klare Warnungen genannt hat, dass er keine Alleingänge von Horst Seehofer wünscht und dass dann entsprechend reagiert würde. Das sind natürlich Signale, mit denen die möglicherweise so nicht gerechnet haben, die aber da sind. Und insoweit habe ich doch die Hoffnung, dass man die Lage jetzt so realistisch wie möglich bewertet und dass man jetzt auch hier in Deutschland einen unseligen Konflikt vernünftig beendet. Und alles, wie verständigt sich denn jetzt die Koalition untereinander nach diesen Ergebnissen? Das werden wir sehen. Morgen, übermorgen, überübermorgen. Vielen Dank.